Und damit würde ich sagen, meine lieben Freunde da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Heute irgendwie aus dem Auto, weil ich fahre jetzt gerade zum Luciano-Konzert hier in Hamburg, worüber ich mich sehr, 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 sehr doll freue. Das letzte Mal Luciano-Konzert, weiß ich noch ganz genau, große Freiheit, 36, vor, weiß nicht, 1000 Leuten, 2000 Leuten maximal. Alles sehr klein, alles sehr geil. Und ich weiß noch ganz genau, wie das war. Dann hat Luciano gesagt, ey, du darfst mit in den VIP-Bereich. Da waren vielleicht 20 Leute oder sowas. Geistesgestört, hatte so die geilste Laune meines Lebens. Und ich bin ja, das wisst ihr ja auch, und lasst das Luciano nicht zu laut hören, weil wir ja unsere FIFA-Challenge haben. Aber ich bin ja auch ziemlicher Luciano-Fanboy. So, von seiner Musik, von seiner Art und Weise. Er ist ein Machertyp. So. Ich mag ihn schon sehr, sehr gerne, auch sein Team im Hintergrund. Und ich schätze das sehr, was sie da so machen. Ich bin aber heute dann bei denen im, ja, auf dem Konzert. Und ich freue mich da sehr drüber. Ich bin noch übel angeschlagen, also richtig angeschlagen, weil ich hatte eine Lebensmittelvergiftung. Heute geht es Gott sei Dank besser. Ich habe noch so ein bisschen kalten Schweiß. Ich bin so hyped. Scheiße, das ist hier die, wie heißt die Arena? Barclays Arena. Wie viele Leute passen da so rein? 10.000? 15.000 Leute? So ein bisschen weniger, aber so vielleicht 15 ungefähr. Okay, 15.000 Leute, schon eine krasse Ansage. Mal schauen, wie das heute sein wird, auch mit der Stimmung und so. Ich habe mit dabei Stefano. Hallo. Stefano ist mit am Start. Der ist nämlich auch großer Luciano-Hörer. Ja, und deswegen... der wird zwangsläufig, Digga. Ja, zwangsläufig wegen mir. Deswegen, ich will euch auch gar nicht viel zu lange mehr auf die Folter spannen. Wir sind jetzt kurz davor. Ich nehme euch überall mit hin. Egal wo, ich nehme euch mit hin und dann gucken wir mal, was da so abgeht. Also... ganz viel Spaß mit den Highlights. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und so. Wir grüßen Bennett, haben wir noch. Und Christian. Und Christian, ja. Bennett, und Christian. Ja. Die sehr gut. Digga, aber zeig mal kurz, das ist, eigentlich wollte ich euch das zeigen. Das ist das Respektlose, Digga. Was hast du gezogen? Digga, wie viel hast du aufgeladen? Rüt. Ja, aber wie viel hast du aufgeladen? Digga. Ach, fick dich doch. Und das ist genau das. Das war ein SBC-Pack, Digga. Nichts mit FIFA Point Pack und so, Digga. Ach komm. Einfach aus der SBC, Digga. Ja, okay, das ist respektlos. Digga, wir durften gerade VIP-mäßig komplett, hier ist die Arena. Hier durften wir einfach jetzt hin. Parken, Digga, halt's Maul. Direkt hinterm Tourbus mit Luciano Loco Juice und direkt hinter seinem Wagen. Der Mann übernimmt heute hier als DJ. Digga, du bist ja, also, was ist mit dir? Hä? Das ist Pana, by the way. Alle Leute, die Pana nicht kennen, der ist in Berlin der krasseste DJ. Sorry, muss wir schon wieder auspiepen, aber der ist ein krasser Typ. Deutschland halt, Bro, was für Berlin. Oder? Ja, okay, ey, sorry. Ey, ich weiß noch letztes Mal, sorry, dass du in die Schweiz geflogen bist um 8 Uhr morgens oder sowas. Ey, alles cool. Pana, ey, darf ich mit dir reden? Ja. Dresscode ist Black on Black. Was ist mit dir? Hier, orangene Schuhe. Nee, was ist das? Was für orange? Ich hab das Farmblind. Die sind gelb. Digga, siehst du dieses Orange? Blutest du oder was? Achso, die sind vom Tennis, glaube ich, vom Sand. Nein, das ist cool. Ey, gestern, kurzes Meinungsbild nochmal. Gestern, ihr wart wo? Gestern war Berlin, ach, Show-Auftakt, Tour-Auftakt, ja, okay. Majestic Tour, 2022, Leute. Sold out leider, wer es verpasst jetzt, selber schuld. Aber ja, krasse Show gestern. Langsess soll ja auch noch krass werden. Langsess, ist es schon ausverkauft? Alles ausverkauft, Bro. Ach du Scheiße. Langsess ist die größte, einer der größten Hallen Europas. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber... Ja, doch ist es. Ich glaube 16.000 oder so. Das wird schon fett. Das ist schon sehr krass. Wenn nicht, über Kleinanzeigen. Wollen wir hier einmal ganz kurz Luciano sein Auto abchecken, Digga? Du kannst mir ein bisschen mehr wahrscheinlich dazu sagen, ne? Ja, so ein bisschen. Meinst du den Tourbus? Digga, der Tourbus ist auch krass. Wollt ihr rein? Ja. Kann man rein? Ja. Halt's Maul. Sind da Leute drin? Ja, wir gleich. Boah, Digga, heilige Hallen. Nur das Wahre. Geil. Loco Juice. Boah. Welcher ist deiner? Der Lieblings? Das ist mein, also ich trinke den gerade und das Exotic ist mein Lieblings. Okay. Und seit der Release-Party Wassermelone Minze mit Wodka. Sehr, sehr gut. Du bist doch verrückt. Da habe ich ungefähr viele Kugeln. Ja, hier ist unser Chill-Bereich. Digga, als Maul. Hier Junge, ist wie, Chillen und so. Wie chillig ist das denn? Und ihr grindet FIFA gerade, oder? Ja, wir haben... Digga, seid ihr Knechte? Nein. Ja, die haben FIFA, die haben eine PlayStation 4. Ich habe jetzt meine PlayStation angemacht, damit wir... Und die wollten FIFA runterladen. Also das Neue habe ich noch nicht gehabt. Und hast du zwei Controller da? Wir haben gerade den Runner geschickt, dass er drei Controller... Wir wollen später 2 gegen 2 Turnier machen. Digga, hättet ihr was gesagt? Ja, ja, alles gut, Bro. Oh. Alles gut. Und Stefano, noch mal los. Und sonst? Hä, wie cool ist denn das? Digga, hier einfach so chillen. Warte, ich muss mich einmal so auf die magische Couch legen. Was wurde hier alles gemacht? Ist jetzt noch nichts. Sehr gut. Ist ja auch erst ein Tag, ne? Nee, gar nichts. Wir sind hier... Ihr seid hier eher am Chillen die ganze Zeit, wir oder? Wir sind nur am Chillen, Bro. Also wirklich, wir sind
chillen. Wir haben gestern ein bisschen was gesippt und so nach der Show. Und so, weil wir waren gestern ein bisschen lange da. Wir waren bis 4, 5 Uhr morgens hier. Da sind wir losgefahren. Oh. Ja, aber Digga, bei dir, was soll ich sagen? Ja, was ist das? 2 Meter. Digga, das erste Mal, dass ich das im Real Life sehe. Boah. Ich hoffe, ich habe das Kennzeichen jetzt geleakt. Wahnsinn. Yo, Digga, was sind das für Felgen? Ja, okay, die sind Wahnsinn, ne? Meine Sicherheitsleute, mit dem würde ich mich auf jeden Fall schon mal nicht anlegen. Das ist schon mal... Ja. So sieht die Vorbereitung aus eines DJs. Einfach sexy sein, Digga. Oder die Schuhe sind Wahnsinn. Ja, Bro. Comfortable. Digga, die sind krank. Es geht alles um, dreht sich um die Gemütlichkeit auf Tour. Oh, was. Fluffig. Von welcher Marke sind die? Wir sind von der Bottega. Ach was, krass, Digga. Kann man schwer zu erkennen. Digga, heftig. Digga, ey, wir kriegen keine normalen Plätze. Wir sind hier gerade Backstage, direkt neben der Bühne. Ich f*** mein Leben. Was habt ihr gemacht, Digga? Was ist das denn? Direkt neben der Bühne? Hä? Ey, es geht... Komm mit, ich zeig dir mal den Pyrotechniker heute. Pyrotechniker? Wer ist der Pyrotechniker? Da ist der Pyrotechniker für heute. Ist das Javier? Ja. Wie Pyrotechniker? Ist er ausgefallen? Du bist der Pyrotechniker heute? Ich bin der Pyrotechniker. Ich habe das nicht studiert, aber bis jetzt war es gut. Sehr gut. Solange alle noch rar auf Kopf haben, macht der Show nicht aussehen wie du. Ah, witzig. Ja. What's up? Amar ist heute hier. In der Backe ist er genau. Guck dir diese Kette an. Oh, Digga, wow. Das ist schwerer als mein Leben hier. Ey, ich war da gerade einmal. Da sind voll viele Menschen. Ja, safe. Echt jetzt? Ja. Ist sehr groß? Ist schon sehr, sehr groß. Ein bisschen aufgeregt jetzt. Ey, oh nein, 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 ey, da ist keiner. Aber Cheers auf Hamburg. Auf dich, Bro, auf dich. Wahnsinn. Okay. Mr. Puya, ja. Oh, nee. Wo sind die Schuhe? Wo sind die DJ Cheesy? Du hast hier der Tür ins Haus hier. Der war halt. DJ Cheesy. Open the door. Oh, yeah. The best motherfucking DJ in the world. Oh yeah. Aber dann lass ich dich kommen. I like it a lot. Scheiße. Bruder, was meint ihr? Was ist hier? Was ist hier? Ja, okay, dann komm mit mir rüber. Ich will ein bisschen Musik. Das ist ein bisschen Joint da. Tank Reserve. Tank Reserve. Jetzt. Bleib hier oben drüben. Nee. Ich glaube, ich bin ein bisschen nervöser als er, Digga. Das ist ja geistgestört. Ich bin gar nicht aufgeregt. Nein? Okay, sorry. Das war's. Nein, du bist hier ein bisschen. So ein bisschen kribbelt. Das ist vielleicht so. Nee, das sieht man mehr. Hier eine andere, heute eine andere Brille ausprobieren? Nee, das ist die Form, tut mir leid. Ah, okay, nee, dann. Alter, YouTuber muss man nein, sein. Nein, ich muss nicht sein. Oder doch, YouTuber okay, muss man sein. Mach mal hoch wieder. Der filmt immer noch. Ich will, hallo. Ja, ja. Ich will, ja, ja. Mach mal die andere Seite. Hä, hey, was denn? Ich will mal YouTuber muss man sein. Ist doch alles gut. Hä? Welcher Markt ist das? Was? Von welcher Marke ist das? Weiß es nicht. Und Cartier. Ja. Ja. Ich danke euch vielmals, dass ihr meine Videos supportet. Immer da Likes ja, und wirklich so. Und danke für die Subs und so. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Ja. Aber habt ihr recht. Und nicht vergessen, Like. Looks good.
Digga. Wenn ihr jetzt da vorne kein Mosch bittet, weiß ich auch nicht, Digga. Wie geht's euch gut? Geht's dir gut? Er ist so süß, er kümmert sich die ganze Zeit um die Leute, weil hier einige rausgetragen werden müssen. What's up, my brother? Und dann guckt er sich die Leute an. Hell yeah! Digga, aber guckt euch die ganzen Handys an, ne? Wow. Alle auch komplett Handy draußen. Warte. Aber Fokus, Magic, Fokus, Fokus mit der Trommelfahrt. Yeah, 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 yeah. Gib mir hier noch und ich bin in meinem Modus. Vielleicht dann früh so weit, freie ich vor und wir haben eine Chance. Hawaii, zieh mit den Opus nach Hawaii. Turn up die Hände, sie dabei. Mann, die gesammelt dann ja nach Hawaii. Hawaii. Luciano! 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 Einfach komplett. No! Sehr gut. Ey, ich sag euch das wirklich und es ist kein Gelaber. Die Energie heute Abend ist unfassbar. Mein Name ist DJ Cheesy. Ich bin mit Luciano schon seit Tour, seit seiner Anfangszeit. Wir haben kleine Shows gespielt. 500 Leute, 1000 Leute. Für mich selber ist es unfassbar zu sehen, was dieser Mann geschafft hat in ganz Deutschland. Und dafür kann man euch nur danken. Vielen, vielen Dank, Hamburg, für diese Energie heute Abend. Vielen, vielen Dank für solche loyalen Fans, Loco Squad. Lucio Loco, mach mal ein bisschen Lärm heute Abend! Voyage! 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 Komm auf die Reise, Nico! Alle zusammen! Yeah! 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 Ich sage immer, ein Banger kommt selten allein. Ein Banger kommt selten allein, Freunde. Mach ihn an. Habt ihr noch Energie für den nächsten Song? Okay, Hamburg, Hamburg. Hamburg, habt ihr noch Energie für den nächsten Song? Der nächste Song läuft anders. Ich brauche die komplette Stille, damit ihr versteht, welcher Song jetzt kommt. Die komplette Stille in der Barclays Arena heute Abend. Okay. Bei Jesse Tour. Es ist sehr krass. Und glaubt mir, es wird noch krasser. Let's go. Das macht er super!
Ja, ich habe irgendwas mit, zugehört. Ich hab's nicht richtig verstanden. Ich hab irgendwas mit zugehört. Hamburg, ich sag euch eine Sache. Und dafür stehe ich bei meinem Namen. Ihr habt eine Zugabe verdient. Ihr habt die Zugabe verdient. Dann nehmen wir die. Okay. Seid ihr willing für die Zugabe? Ja. Hamburg City, seid ihr willing für die Zugabe? Ja. Let's go. Yeah. Hamburg City, let's go zusammen. Alle zusammen, Energy. Gib mir das Foto, Energy. Okay, pull up in SUVs. Wer kommt da? Nein, sir, nein, sir. Komm zu Hamster, nimm Chat und geh nach London. Wie gesehen, weil ich dich kenn, zieh dich auf mich, hol dein Blick. Oh, mein geiler Abschluss. Feuerwerk. Mit dem Schmetterling noch. Er ist FIFA-Weltmeister. Ich mach deinen Song, Bruder. Guck, er hat mich schon trainiert. Du hast keine Chance. Keine Chance. Guck mal, du hast heute eine Parade von perfekter Show gemacht. Ich muss auf den Hut ziehen. FIFA-Weltmeister. Ja, FIFA-Weltmeister. Guck mal, das ist mein Coach. Was ist dein Coach? Hummus. Glaub mir doch bitte nicht, mein Coach. Das ist die erste richtige Mahlzeit, die ich seit 2-3 Tagen esse. Ja, ist auch eigentlich Quatsch. Würde mir jetzt auch jeder in den Kommentaren, glaube ich, verbieten. Ich sitze hier die ganze Zeit stolz wie Oscar. Triple A, VIP, Luciano. Der ja Wahnsinn. Also Real Talk, ich war ja bei seinem ersten Konzert, was er gegeben hatte in Hamburg, Große Freiheit, 36. Das war schon geistgestört. Das war so eine Clubshow. Das war geistgestört. War noch krassere, vom Ding her noch krassere Stimmung, weil das so enger war und kompakter und alle sind übel abgegangen die ganze Zeit. Und in dem Stadion, also in der Barclay Arena, das war ja krank. Ich glaube, 11.000 Leute waren da. Die Stimmung ist komplett rübergekommen. Luciano hatte richtig Spaß. Der hat komplett Vollgas gegeben. Genauso wie DJ Easy, Javier, der Ehrenbruder. Das war einfach geistgestört. Ich hatte so viel Spaß. Ich habe auch sehr viele von euch getroffen. Ich bin halt komplett selber Fan. Was soll ich da sagen? Ich bin einfach auch Fan von Luciano. Ja, ich freue mich sehr, wie er sich weiterentwickelt hat. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das in meinen Strahlen, in meinen Augen. Das war schon eine sehr, 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 sehr coole Nummer. Ich kenne jeden fucking Song. Also ich verbinde sehr viel mit ihm. Unseren kompletten Werdegang auf Twitch haben wir auch komplett mit ihm verfolgt. Vielleicht sollte ich auch einfach aufhören, jetzt zu reden. Werde jetzt sentimental. Ich lege mich jetzt lieber ins Bettchen. Mach einfach mein Ding. Und wir sehen uns morgen am Stream. Danke, dass ich durch euch sowas alles mitbekommen kann, miterleben kann. Das ist der Wahnsinn. Was soll ich sagen? Vielen Dank, Leute. Wirklich, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr konntet zumindest ein bisschen miterleben. Luciano war einfach eine 1 plus mit Sternchen. Falls ihr Karten habt für die anderen Städte, dann seid ihr sehr, 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 sehr glücklich, weil das war eine coole, coole, coole Show. Geistgestört geil. Freut euch auf jede einzelne Sekunde dort. War einfach nice. Keine Pausen, gar nichts. Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Gerne einen Kommentar da lassen, Abo da lassen. Abonniert gerne auf Instagram. Würde ich mich sehr darüber freuen. Kurz vor 300.000. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und...